Und willkommen zurück zu Terraria. Neuer Fisch zum Fangen in der Tundra. Willkommen zurück. Aha. Oh, warte, da haben wir ein Overgrowth-Dingens. Nicht zu der. Die Enten sind sehr laut. Und die können anscheinend doch schwimmen, aber wenn man sie selber da rein platziert, wollen sie nicht. Vielleicht können sie nicht unter Wasser schwimmen. Vielleicht ist das das Problem. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber... Ich hasse das. Ich will dieses Ding, das die Fishing-Line nicht mehr abbrechen kann. Ich kann dir meins ausleihen. Wenn ich fertig bin mit der Quest. Ab den Fisch. Warte mal kurz. Wo genau bist du gerade? Jetzt kann ich mich nicht zu dir teleportieren. Jetzt habe ich eine scheiß Pflanze bekommen, WTF. Tundra, Tundra. Wo war denn Tundra? Tundra war, naja, in der Tundra. Ich gehe gerade dorthin. So, Pflanzen. Die Pflanzen, die kann man pflanzen. Es muss ja nicht oben sein, gell? Oder hat das Surface Tundra gesagt? Ja, hat Tundra gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Surface genommen war. Jeden das seine. So, verkauf mal das. Traveling Merchant haben wir heute keinen. Schade. Connor! Lol. Ei. Das finde ich jetzt witzig. Zuschauer wissen zwar wahrscheinlich nicht warum, aber egal. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht wissen. Nö, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, worüber du redest. Über den Guide? Beziehungsweise über seinen Namen? Er heißt Connor, ja gut. Ja. Gut, du kennst wahrscheinlich nur den Connor aus Assassin's Creed, oder? Richtig, über den wollte ich gerade sprechen. Ich kenne halt zwei andere Personen, die auch Connor heißen. Und eine davon kennst du eigentlich auch, aber wahrscheinlich weißt du nicht, dass die Connor heißt mit echten Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du... Warte, ich muss nachschauen. Was genau musst du nachschauen? Ich hab deinen Namen vergessen. Du meinst Blazing Scout, oder? Naja. Das ist der eine Connor. Und der andere Connor, der heißt halt wirklich Connor, auch vom Accountnamen her. Den anderen kenne ich nicht. Ich glaube, ich musste oben fischen. Ich habe den Pengfisch oben instant bekommen. First try, aber unten gar nicht. Goldenes! Yes! Goldenes Bugnet! Danke. Das ist geil. Ja, dann tust du ab jetzt die Dinger immer farmen, wenn du einfach das Gras abreißen kannst. Vor allem schau dir mal den. Wedel mal mit deinem rum und schau dir den Unterschied an. Ich soll mir beim Netz rumwedeln. Fällt dir was auf? Ja, aber auf den Transvergleich habe ich keinen Bock. Es ist einfach. Ja, es erreicht halt viel mehr. Hier macht das halt auch wirklich einen Unterschied. So, 5 Silber verkauft. Ah ja, und sollen wir Frostdaggerfisch irgendwie. Nein. Das erinnert mich gerade an was. Ich hab doch von der Sendung mit der Maus so eine komische Folge. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Ich frag mich ja ehrlich gesagt, diese Kicker-Sendungen, die kommen alle aus Deutschland, oder? Sicher nicht alle. Zumindest habe ich Bertas Brot nicht im Englischen gefunden. Egal, ich öffne jetzt meine 3 Treasure Packs. Clockwork, Assault Rifle, Warrior Emblem schon wieder. Und ich meine, es gibt auch eine Serie, die Schloss Schwanstein heißt, und das ist definitiv ein deutsches Schloss, also. Oder nicht? Ich glaube schon. Angry Ranger Emblem, Increased Range Damage. Ist das was du vielleicht haben wollen würdest? Mhm!
Ich weiß nicht, was du sagst, aber... Tschüss, Sweetheart Necklace! Oh, der Sorry-Truhe ist aber verdammt nochmal voll. Brauchst noch eine zweite, ja. So, viel Kohle. Warte, Gold, wir brauchen Gold, theoretisch Gold, keinen Kompass mehr. Wir brauchen, doch, die brauchen wir noch zweimal. Ein Magic Carpet brauchen wir nicht. Pass nur auf, dass du nicht zu viel verkaufst. Boah, ich habe jetzt 5,5 Platin. Das ist kranker Scheiß. Fühlt man sich auf einmal so reich. Eine Frage, kann man hier draus noch was anderes bauen? Was ist hier draus? Achso, jetzt habe ich da hingelegt, lol. Achso, sag mal, hast du nicht, Ebenstone-Blöcke, cool. Wo ist jetzt mein Sweetheart-Necklace hin? Ach, okay, das liegt einfach da drin. Ach doch, da gibt's noch ein Item, was man daraus bauen kann. Da ist sogar noch Material der Hannibalone, wusste ich jetzt gerade gar nicht. Wir brauchen Balloon Puffer im Fisch und Tsunami nicht mehr, oder? Weil daraus kann man ja nur dieses eine Ding bauen und das hast du ja jetzt schon und ich brauch's sowieso nicht. Ja, richtig. Kannst du theoretisch alle verkaufen, die... Rockleg braucht man auch nicht. Würde ich sagen. Panic Necklace. Du willst, glaube ich, kein Speeder als Necklace, also kann man das auch verkaufen. Oder willst du eins? Nö. Aus Flipper kann man... Na egal, behalten wir mal zwei davon. Ja, das passt weiter, kann ich das Emblem hier reinpacken. Den Rest. Hallo, Mr. Dynamitmensch. Haben wir Corrupt Seeds eigentlich auch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wieso. Ah, nee, bei uns werden Crimson Seeds gedroppt, natürlich, macht Sinn. Ja. Kann nur von Eye of Cthulhu gedroppt werden, weißt du. Aber natürlich nicht in unserer Welt. Ja. Aber was brauchst du denn die Seeds? Ich habe mir überlegt, ob ich die eine Floating-Insel über dem Eisbiom zu einer Corruption... Dann nimm dir halt Ebenstone-Blöcke hier raus. Habe ich schon. Ja, also. Reichen die? Solo? Ja, natürlich reichen die. Machst noch ein bisschen Erde hin, damit du halt Gras hast, wo... Also damit du halt Fläche hast, wo Gras wachsen kann. Falls du Gras willst, denke ich mal schon. Und ja. Kann es sein, dass mit diesem Hut mein Charakter total ernst guckt? Ja, wirkt total komisch. Dann zieh ich den Helm hier an und alles wieder ganz normal. Oh, das wollte ich auch noch verkaufen. So. Dann. Ja. Willst du einen Hardcore-Boss machen? Hardmode. Ich weiß es nicht. Wir haben den Skull, aber der ist nicht gut von Anfang, oder? Oder? Eigentlich eher weniger. Also, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust, überhaupt einen von denen zu machen, ohne dass ich wenigstens mal eine gescheite Waffe habe. Müssen wir wieder auf Bloodmoon warten. Ist halt wieder eine Wartesache. Ich baue hier eine einzige Lightdisk. Ja, das Problem ist, wir können kein Lightdisk bauen, bevor wir nicht einen von denen besiegt haben. Außer die Dinger können auch in Crates droppen, aber das wundert mich jetzt, würde mich jetzt wundern. Lightdisk braucht Soul of Might. Das wäre der Destroyer. Might. Okay, Destroyer. Gut. Destroyer.
Terraria-Wiki. Also für den Destroyer sollte man eigentlich einfach nur einen Kasten bauen. Um ehrlich zu sein, über unserer ersten Crimson Links habe ich sowas Ähnliches ja schon angefangen. Das reicht eigentlich als Dann mach das Kampfplattform. fertig, oder wenn es so okay Also ist, dann ja. Plattformen wären vielleicht. Wobei Plattformen, so sind wir halt lasergeschützt, aber man sollte vielleicht noch ein paar Plattformen einbauen, damit wir Etage wechseln können. Die droppen ja sogar mehr. Die können ja sogar mehr droppen. Also die haben, deren ihr Mindestdrop ist höher im Expert Mode. Das ist was Cooles, ja. Und vor allem durch die Tatsache, dass man mehr Spielern ja quasi doppelt so viel Drop kriegt, ist das ja einfach eine Hose. Expert Mode ist sowas von genial. Ah, können wir irgendwie einen dritten Spieler noch mit reinbringen? So, Dann so ein ist der nochmal AFK? schwerer, nur so. Ja. Ich weiß nicht, Außerdem ob es habe ich das wert ist. Terraria auf meinen anderen Accounts nicht. Und ansonsten denken wir, dass der, ich denke, ich meine, der wird um die 20 Seelen droppen, das sollte genug sein. Er hat wirklich so viel droppt, ja. Okay. Er droppt, Soul of Might droppt da 25 bis 40 im Expert Mode. Normalerweise sind 20 bis 40. Also 5 mehr quasi als Mindestdrop. Und bei den Halo-Bahnen ist es auch nochmal 5 mehr als Mindestdrop, 20 bis 35. Ansonsten kann ich dir von mir aus auch all meinen Halo geben, falls das, was du kriegst, nicht reicht. Das klingt nett, ja. Gut, aber bevor wir einfach gegen den Fight nur blödes reintun, gehen wir mal auf die Guide-Webseite von dem Destroyer und looken mal, was wir da so finden. Okay, es sind die einzelnen Kategorien. Was haben wir da für Melee? Das ist nur ein Strategie-Guide. Hier stehen nicht die Items anscheinend. Hä? Wo stehen hier die Items, die man mitnehmen soll? Knight's Edge? Nein. Spears? Nein. Shadow Flame Knife? Ist, glaube ich, auch was anderes, oder? Ja, definitiv. Keine Ahnung, was das ist. Lauf Po, Ice Slice. Was ist das für eine Steht Art da von irgendwo Waffe? Flammerang, bin ich glücklich, aber ich werde nicht. Das wäre zu komisch. Warte mal. Boomerangs. Was zählt denn eigentlich alles aus Boomerang? Flying Knife. Ach so, so was wir steuern. Hey, da wird heute nichts davon. Ah ja, es hat ja eine eigene Kategorie. Okay, Range, was empfiehlst du mir? Daedalus Stormbow. Der. Ja, ich verstehe warum. Wo gibt's denn den? Ach, Daedalus? Halo Memix. Ja, da gäbe es auch ein Item, das ich benutzen dürfte. Bei Flying Halo Knife, Mimics. aus derselben Willst Mimik, du okay. Halo Mimics farmen? Das wäre eine Idee, aber ich will mal durchlesen, was hier noch steht. Holy Air Wars, Ja. Hellfire Air Wars, Titanium Repeater, ja, das wäre der, den ich habe. Aber das Ding wäre viel besser, weil das voll durchgeht. Pistol Bullet Shark, lal. Ist das da? Heavy Bow steht hier auch noch da. Aber der war, glaube ich, nochmal besser, weil der nochmal mehr Damage hat. Also Helwig Bow, der ist ja wesentlich weiter unten eigentlich von der Wertung her. Gut. Wie createn wir Halo Minimix? Wir brauchen so einen komischen Halo Key. Wie machen wir den? Mit einem normalen Klick sie Schlüssel? mal an, vielleicht gibt es da ja, ich glaube nämlich, also können die nicht auch normal spawnen oder muss man sie nur selber machen? Weil selber machen ist natürlich ein bisschen umständlich. Okay. Dann gehen wir wieder zurück auf meinen Bogen. Gehen auf die Halo Mimik.
Mimik, ja. Special Variants, okay. Okay, die spawnen schon. Connor ist tot. Aber halt sehr selten. Oh nein! Genau, mit Key of Light kann man die beschwören. Key of Light besteht aus. Oh, okay, da müssen wir sowieso sehen, weil das Licht ist eigentlich erstmal farm. Okay. Gut, dann. Dann gute Frage. Dann müssen wir erstmal eigentlich in Underground Halo. Ja. Was sieht's denn mit den Accessories aus? Cross Necklace. Ah, sorgt länger dafür, dass man unverwundbar ist. Kann man damit der Starwire mit Starclock kombinieren von der Starwire. Frozen Flame Wings. Flügel? Also wenn wir eine gescheite Plattform haben, brauchen wir glaube ich keine Flügel, da wird das auch so hinhauen. Obsidian Schild, Flash Knuckles, für wen sind die? Likely to target you. Hä? Die Enemies greifen dich also eher an. Warum genau soll ich mir das anziehen? Ich glaube, das ist nur der nachteilige Effekt. Das Ding hat doch 8 Defense. Sau viel jedenfalls. Defense 7. Ah, okay. Das Ding hat immens viel Defense, deswegen ist es Charm so of gut. Mythos? Ah ja, das ist mein Philosopher's Stone. Kommt der auch aus Mimics? Yep. Emblem habe ich ja. Magic Cleaver. Das wäre Magier, oder was ist das? Arrow Speed. Ah doch, okay, das wäre für Pfeile. Na gut, down in the Halo. Down into the Halo. Die Seite ist noch gar nicht Halo. Okay, muss mal schauen, wo ich mich hier hinstelle. So, in der Zeit, in der ich hier abhänge und darauf warte, dass hier irgendwas spawnt, töte ich ein paar Gegner. Vielleicht droppen die irgendwas Gutes. Au! Das Schwert ist so schmerzhaft. Tot. Naja, damit musst du leben. Gib mir eure Seelen des Lichtes. Au! Diese Viecher können so scheiß viel Damage machen. Hi! Du hast fast keine Lebenspunkte Ich mehr. weiß! Da war Adamantit, da auch. Sehr witzig. Okay, erklär's mir nochmal. Worauf genau warten wir hier? Seelen. Wir brauchen eigentlich Halo Mimics. Wir brauchen auch normale Mimics, also für den Accessories ja zumindest. Kommen hier denn Halo-Mimics automatisch einfach irgendwann? Hab ich dir das nicht vorher gesagt, was da stand? Kannst selber noch Mimics Ja. suchen, ganz ehrlich.
Du willst doch die Mimics töten. Mir ist das bescheuerte Messer nämlich relativ egal. Wieso explodiert hier nichts? Oh, ja, ich will halt vorbereitet sein. Oh, Metalldetektor. Krass, den hast du doch eh noch gebraucht, oder? Nein, bist du eigentlich bescheuert? Ich sammle jetzt einfach mal hier so die Kristallschatz. Au, oh, alter, wart. Da ist ein Anglerfisch. Hilfe, der will mich angeln. Ja, kämpf gegen den nicht. Hä? Drop Seelen. Yes, Seele des Lichts. Also mit 15 können wir selber eine bauen. Ja gut, aber eben nur eine. Und die Seelen sind so wertvoll. Am Anfang jedenfalls noch. Warum sind die wertvoll? Es dauert halt, die zu farmen. Ja, mein Gott, man muss halt töten. Und die Meteorfarm geht ja nicht mehr. Das weiß ja, weil das zu overpowered war. Es war so nicht geplant, dass das ging. Weil dass man so einfach sich die hintrickst. Ich fand das immer sehr angenehm. Ja, das war zu einfach. Wer Seelen haben will, muss Skill haben. Also ich glaube 15 haben wir sogar insgesamt schon. Nö, 14. Sehr gut. Ist nicht auf 5. Aber beinahe. Also eine können wir gerne mal beschwören, wenn du das willst. Also am besten irgendwo, wo sie wirklich eingesperrt ist. Die können sich ja, glaube ich, nicht teleportieren, oder? Nee, teleportieren können die sich, glaube ich, nicht. Aber hüpfen. Oder? Da hatten die so eine Möglichkeit, sich zusammenzubauen und wann das wieder aufzubauen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ui. Wolf, seit wann gibt's euch denn? Ist Vollmond? Möglich. Oh, warte. Aber ich meine normaler Wolf, nicht Werwolf. War nee, das nicht nochmal ein eigener Gegner? Eigentlich keine. Den Was normalen denn Wolf der? Gibt's auch, den gibt's im Schnee. Der droppt gar nichts. Habe ich schon 10 Seelen des Lichts. Das ist gut. 10 ist echt sehr gut. Dann kann ich eigentlich auch damit abbauen? Nein. Aber es ging da so an, glaube ich. Bin ich dort. Echt, dann brauchen wir einen Potion. Warum das denn? Ah, hi, was. Boah, shit, wieso macht der so viel Damage? Asozial. Servus Angler, was ist deine heutige Quest? Surface Bunnyfish. Kannst du ja direkt vor der Haustür machen. Und dieses Mal wirklich. Ja. Der ernst guckende Angler bei der Arbeit. Bist du mal. Oh Gott. Was? Das heißt aber, dass du es nicht anhast, wenn du noch wie ein Angler ausschaust. Was? Oder hast du es nicht im Social Slot? Nein, warum soll ich das drin haben? Hab's jetzt an. Ich hab's jetzt an, weil ich nicht mehr danach ausschaue, als hätte ich es an. Der ernst guckende Angler beim Angeln. Der guckt die Fische so ernst an, dass sie anbeißen müssen. Das waren Bunnyfische. Ja, da hast du recht.
Ich springe immer zu hoch. Tacklebox! Ja, ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Jetzt fehlen nur noch diese Anglerhosen. Ich habe Anglerhosen, ein neues Paar Hosen. Das hast du ja auch noch nicht gehabt. Dann hast du jetzt auch einen Fortschritt zu verzeichnen. Ja, ich glaube, da gibt halt auch nicht Sachen, die man schon hat. Ich glaube, der speichert das. Das ist cool. Oder schaut dein Inventar an, das kann natürlich auch sein. Mein Inventar, das würde nicht reichen. Dann schau dir Piggy Bank halt auch noch an. Das kann natürlich sein. Das private Charakterinventar sozusagen. Hey, ja. Vielleicht sogar die Kisten in der Welt, das wäre auch interessant. Jack, the Ripper. Ich hoffe da nicht. Wir sind das Guys, weißt du? Als Guide. Au. Ja, Gut, ich würde mal sagen, bewerten nicht vergessen. Ciao. Tschüss.